Gut, dann machen wir das doch mal. Das ist hier drüben. Red mal mit dem. Oh, das sind auch so tolle Spiele, wo man richtig anklicken muss, was man Ja. machen will. Gute alte Gehe Zeit. zu, nimm. Ja. Entschuldigung? Ja. Was hat es mit diesem Zirkuszelt auf sich? An diesem Ort hält der König einen Wettbewerb für die freie Stelle als Hofzauberer ab. Wollen Sie daran teilnehmen? Hat eine Spinne sechs Beine? Klar will ich. Nun, als Mitglied der Familie der Arachniden hat die gewöhnliche Spinne Arachnid vulgaris acht Beine, angeordnet in vier Paaren. Diese befinden sich. Wovon in aller Welt faseln Sie? Verzeihung, ich war einst ein Referendar an der Uni. War das interessant? Nur die Videokassetten der Güne. Schon verstanden. Also, möchten Sie am Wettbewerb teilnehmen oder nicht? Ich möchte gerne die Shisha halten. Was ist mit dem Alten Danke. geschehen? Es war schrecklich. Er kniete vor dem König nieder, um zum Ritter geschlagen zu werden. Doch dieser bekam einen Krampf in seiner Hand und, nun ja, das Ganze endete ziemlich tragisch. Naja, sowas passiert unserem König leider öfter. Also, möchten Sie teilnehmen? Das hört sich sehr nach Heinrich den Achten an. Klar, was muss ich machen? Gut. Ich brauche nur ein paar Angaben. Name. Uri Geller. Nimm mal Franz Josef Uri Geller aus, nimm mal. Oh Gott. Nimm mal Uri Geller, oder? Ja. Uri Geller. Mann oder Frau? Neutral. Also ich bevorzuge Frauen. Also ich bevorzuge Frauen. Ich setze männlich ein. In Ordnung? Wenn Sie meinen. Wann sind Sie geboren? Ich glaube nicht an Geburtstage. Ich bin geschlüpft. Ich bin nicht geboren. Ich bin geschlüpft. Okay. Setzen Sie sich ins Wartezimmer und warten Sie, bis Ihre Nummer aufgerufen wird. Sie sind die Nummer 9. Alles klar? Ich bin keine Nummer. Ich bin ein freier Mann. Ich hasse Leute, die immer so schamlos auf Publicity aus sind. Ach ja? Hören Sie, ich lasse mich nicht so behandeln. Jeder Mensch und jeder Holzwurm hat das Recht auf freie Entfaltung. Das habe ich im letzten Spiel gelernt. Würden Sie sich jetzt bitte ins Zelt begeben? Machen wir das doch einfach mal. Ja. Gut, aber hier kommen wir noch nicht. Dieser Wettbewerb ist noch nicht so recht nach meinem Geschmack. Der Tod? Genau. Ja, wir kommen hier leider noch nicht arg viel weiter, denn die sind alle vor uns dran. Also gehen wir hier auch gleich wieder. Gut. Wir sind aber auf jeden Fall schon mal angemeldet. Jetzt gehen wir mal zum Rathausplatz. Da müssen wir jetzt ein bisschen Chaos stiften. So. Der ist doch sympathisch. Ja, mit dem reden wir jetzt auch. Hallo Jungs, könnt ihr nicht mal etwas Fröhlicheres vortragen? Vielleicht sind sie stumm. Ich denke, ich werde eine Minute zuschauen. Daniel? Ja. Ist eigentlich noch Amaretto hinten? Ja. Gut, dann hole ich mir schnell einen, wenn ich dir die Shisha gebe. Das war's dann. Wie sollen wir nun weiter üben? Wir haben alle unsere Stäbe verbraucht. Tut mir leid, Malcolm. Macht erstmal Pause. Ich versuche derweil einen neuen Stab aufzutreiben. Oh. Ich tut mir so leid, aber so nett wie ich bin, gebe ich das Geschenk. Baseballschläger an den Akkordeonspieler. Als Ersatzstab. Gute Idee. Die sind viel zu blöd, um den Unterschied zu merken. Entschuldigung, könnt ihr das hier vielleicht gebrauchen? Oh, danke schön, mein Freund. Hey Jungs, wir haben einen neuen Stab. Ach, bin ich nicht nett. Es war kein Amaretto mehr da. Doch nicht. Das wird ein klassischer Knockout. Auf der Kühltruhe? Okay, meine nee. Freunde. Ist das schon leer getrunken? Lasst uns beginnen. Haben wir es letzte Woche gekauft? Der ist aber leer. Ich kann nichts dafür. Ich bin lieb.
Wo ist denn der Stab hin? Der hat ihn aber hochgeschmissen. Och Gotti. Oje, der ist schachmatt. Jetzt müssen wir schon wieder ein Werbeplakat aufhängen. Es sind bestimmt nicht mehr allzu viele Tanzlehrer übrig in dieser Stadt. Tanzus interruptus. Endlich ist Schluss mit diesem Krach. So, die haben keinen Trainer mehr. Der Baseballschläger bleibt liegen, ne? Der bleibt liegen, ja. Was wir jetzt nämlich machen müssen, ist zum Marktplatz gehen und dieses Werbe... Na gut, gehen wir jetzt erstmal in diesen Raum rein. Verrückt. Was ist verrückt? Na, das hier alles. Deine Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe einen Bruder, der Paläontologe ist, obwohl ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe. Vielleicht hat sich der Boden geöffnet und ihn verschluckt. Und das hier alles sind im Übrigen meine Experimente. Tierhandlung? Aber was zum Geier sollen sie darstellen? Was? Das sind normale Tiere. Wenn die normal sind, dann bin ich Theo Weigel. Solche Augenbrauen. Schau, du kommst nicht zufällig von der Steuerbehörde, oder? Gott, schock mich. Logisch, nein, ich will lieber nicht, dass der mich rauswirft oder so. Mit diesen Klamotten? Wohl kaum. Nein, wahrscheinlich nicht. Also, was geht hier vor sich? Das hier ist keine echte Tierhandlung. Es ist nur eine Tarnung, um dem Steuergesetz 416d zu entgehen. Was ist das Steuergesetz 416d? Es betrifft Düngerverkäufer, Manstripper und Erfinder. Nun, du siehst nicht wie ein Manstripper aus. Nein, ich bin ein Erfinder. Mit dieser Tierhandeltarnung kann ich dem Steuergesetz 416d entgehen. Und erfunden habe ich... das hier. Go. Was soll ich sagen? Es ist wundervoll, nicht wahr? Der weltweit erste sauerstoffgekühlte Genmanipulationsgenerator. Abgekürzt Saumagen. Saumagen? Wozu ist das Ding gut? Und wozu ist dieses Ding gut? Nun, um es für einen Laien verständlich auszudrücken, man steckt zwei Tiere hinein und bekommt ein völlig neues heraus. Das ist eine Revolution. Ich kann Kühe produzieren, die Schweinefleisch abwerfen. Rinderwahnsinn AD. Damit erobere ich die Konsummärkte der ganzen Welt. Wie dem auch sei, ich habe schon zu viel verraten. Du kannst gehen, wann immer du willst. Ich arbeite nämlich momentan an dem professionellen Einsatz von Glühwürmchen in Glühbirnen. Sie kriegen irgendwie noch nicht genügend Saft. Aber Beef Jerky. Das geht doch mit Schweinefleisch nicht, Daniel. Was? Ja, nichts an, hörst du? Ja, Beef Jerky muss Rind sein. Eben. Was für ein abgedrehter Typ. Hast du verstanden, wovon er gefaselt hat? Aber das erinnert mich irgendwie total an meine Arbeit. Ich glaube, die Schildkröte, wenn ich die jetzt versuche zu nehmen, kriege ich einen Elektroschock. Au! Genau. Schön, dass dir meine Gesundheit am Herzen liegt. Ohne Schutzkleidung fasse ich dieses Teil bestimmt nicht nochmal an. Ich könnte dabei draufgehen. Ja, das probieren wir doch gleich mal. Ohne Schutzkleidung fast... Okay. Wenigstens kann man es hier unterbrechen. So. Und zwar müssen wir jetzt dieses Plakat hier anschauen. Denn siehe da, was steht da drauf? Die traurige Tanztruppe scheint einen neuen Tanzlehrer zu suchen. Wer hätte es gedacht? Deswegen nehmen wir das mit. Mit dem Typen hier, da müssen wir später das mit diesem D-Mark-Zeug machen. Das ist aber mehr Trial and Error, weil ich habe keine Lust, da wirklich nachzudenken. So. Fursuits. Wer ist denn das? Entschuldigung? Warte, bleib stehen. Siehst du diese Blume? Ja. Bist du sicher? Ist das eine Fangfrage?
Wer hätte es gedacht? So lustig. Total. Brech weg. Er auch. Bist du fertig? Tut mir leid. War nur ein kleiner Scherz. Hier, nimm meine Hand zur Entschuldigung. Okay. Ich brech weg. Was für ein Trottel. Fällt auf diesen alten Trick rein. Es gibt doch immer wieder neue Opfer. Mir reicht's. Ich gehe. Leicht kaputt, der Kerl. Wir gehen aber nochmal kurz rein, denn ich habe was vergessen. Nun, wenn das nicht Mr. Trottel ist. Mr. Trottel? Vorsicht hinter dir. Was? Siehst du es denn nicht? Aber da ist nichts. Genau. Ich habe selten zuvor einen so verrückten Vogel getroffen. Hier, meine Karte. Dr. R. Wirrwarr, Kostümverleih und Witzan- und Verkauf. Kostüme auch als Maßanfertigungen. Das ist der springende Punkt. Du bist ein Doktor? Ich habe negativen Psychologie studiert. Negativen Psychologie? Nun, ich bin darauf spezialisiert, das Schlechte aus den Leuten herauszuholen. Großartig. Schön. So, weil ich muss nämlich das Witzbuch da mitnehmen. Hey, lass das liegen, das ist nicht zu verkaufen. Ah, okay, ich muss es später irgendwann holen. Ach, Moment mal kurz. Und nochmal rein, weil es so lustig war. Und zwar warte ich jetzt mal ganz kurz, bis er seinen Kopf da aufsetzt. Soll der jeden Moment eigentlich tun. Ob der auch eine Badger-Fursuit hat? Ah, jetzt. So, sehr schön. Wusa! Stinko-Kid. Gut, da rechts müssen wir später hin. Zu dem Typen, zum Fettsack. Zum Fettsack, ja. Wir gehen erstmal zum Hafen. Oder warte mal. Nee, wir gehen noch nicht zum Hafen. Ich brauche irgendwo, wo habe ich denn die... Siehst du, ich häng doch ein bisschen. Die Brechstange fehlt mir nämlich noch. Ich brauche irgendwo eine Brechstange. Wir gehen jetzt trotzdem mal zuerst zum Hafen. Und reden nämlich mit dem hier, mit Bingo Bongo. So heißt der. Bingo Bongo. Alles klar, Kumpel? Guten Tag, Warner. Gib mir 5, Mann! 5 wovon, Warner? Sieht nach einer kulturellen Barriere aus. Das ist eine Begrüßungsformel. Da, wo ich herkomme, schütteln wir die Hände. Erfreut euch zu treffen, Mann. Mein Name ist Bingo Bongo. Ich suche eine Anstellung in dieser wundervollen Stadt. Mein Name ist Simon. Ich trage einen bescheuerten Hut. Einwanderungsbehörde. Mein Name ist Simon und ich trage einen bescheuerten Hut. Mein Name bedeutet, der die Trommel schlägt, da wo ich herkomme. Simon bedeutet bei uns Hasenohr, eine absolute Delikatesse. Und ein Hut wie dieser symbolisiert Verrücktheit in meinem Dorf. Also bin ich ein verrücktes Hasenohr? Nun, das ist ein Heldendame, da wo ich herkomme. Jetzt soll ich mich wohl geehrt fühlen. Hahaha, das ist gut. Heiliges ich wusste gar nicht, dass ihr meine Sprache spricht. Das muss an der Zeitverschiebung liegen. Bist du nur hierher gereist, um mir auf die Nerven zu gehen? Nein, Warner, ich bin Tanzlehrer. Ich möchte aller Welt meinen Regentanz lehren. Regentanz? Schau her, Warner. Das erinnert mich an eine bestimmte Person. Welche? Erstaunlich. Mit einigen Tänzern könnte ich es über der ganzen Stadt regnen lassen. So eine Art Regen zu vermieten also. Ich setze meinen Tanz zum Wohl der Menschheit ein. Momentan kann den Bauern niemand Regen für ihre Ernte garantieren. Außer wenn ein gallischer Barde anfängt zu singen. Oh, ich glaube, mein Übersetzer hat wieder an meinem Skript rumgepfuscht. Und ich kann nichts dagegen tun, bis ich nicht die Master-Version getestet habe. Simon zu spielen ist eine blöde Rolle. Außerdem ist er immer noch Jungfrau. War sowieso ein schlechter Witz.
Schande über mich, dass ich meine Tanzgruppe vergessen habe. Hast du denn nicht vielleicht eine für mich? Tanzgruppe, lass mich mal. Haben wir sowas überlegen. Schon mal gesehen, Daniel? Ah, ich weiß es nicht. Hab ich ein Plakat aufgesammelt? Ich weiß es nicht. Probieren wir es einfach mal. Speisekarte vom Burger King. Dieses Plakat. Kann ich mal? Danke. Das mache ich auch mal. Und ich suche eine Anstellung. Vielen Dank, Mann. Das ist eine lustige Welt. Gut, da drüben brauche ich die Brechstange, die ich irgendwie gerade nicht finde. Und jetzt gehen wir auch mal zu dieser Tanzgruppe hin und schauen, was der da so anstellt. Anscheinend passiert nicht viel, denn... Wie geht's? Nicht gut, Mann. Eine meiner Trommeln wurde beim Transport beschädigt. Und es war ausgerechnet die heilige Trommel. Nun ist sie weder heil noch Licht, was? Hey, das war ein Witz. Heilig. Heilig. Jetzt brauche ich unbedingt, ich weiß nicht, wie es in eurer Sprache heißt, Warner. Einen Subwoofer? Einen Subwoofer? Nein, Mann. Es beginnt mit B. Eine Bassdrum. Bassdrum. Nein. Blase. Das ist es. Eine Blase, Mann. Sicher? Ja, ich benötige eine Schweinsblase als neues Fell für meine Trommel. Nicht gerade leicht, an so etwas heranzukommen. Würdet ihr wohl so... Ja, schon gut. Ich besorge dir eine Schweinsblase. Sie ist garantiert ein Bestandteil der Lösung. Was bleibt mir also anderes übrig? Nochmals vielen Dank, Mann. Gut. Der hat so einen erotischen Lippenstift. Du findest den erotisch? Total. Ich kämpfe schon gerade mit dem Piep in meiner Hose. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, wir gehen jetzt mal zum Sumpf, denn da bekommen wir die Schweinsblase her. Näher komme ich an diesen Sumpf nicht heran. Richtig. Irgendein Trottel hat eine Mauer in den Weg gestellt. Hallo? Hallo? Das Ding da oben ist witzig. Kredite und daneben 3000% Zinsen. da gehen wir auch noch rein gleich. Es war schön mit dir zu reden und tschüss. Also, du bist ein Clown, ja? Also, du bist ein Clown, ja? Möchtest du einen Witz hören? Klar, ist der gut? Warum erzähle ich ihn dir ja? Ich arbeite gerade an ein paar brandneuen. Okay, schieß los. Okay, also, was ist gelb und hüpft auf der Wiese? Ein Postfrosch. Ein Postfrosch? Du kanntest ihn schon? Er ist doch uralt. Na schön. Ich weiß noch einen. Wie viele Spieler hat das Intel-Fußballteam? gar keinen, da ist nicht voll DOS-kompatibel. Gar keine. Da es nicht voll DOS-kompatibel wäre. 10,9997. 10,9997? Sie haben es mit Ihrem neuesten Prozessor ausgerechnet. 10,9997. Verstehst du nicht? Hoffentlich nimmt uns diesen Witz niemand übel. Warte, kennst du die Geschichte mit der Butter? Nein, ich glaube nicht. Erzähl sie mir. Besser nicht. Du könntest sie verbreiten. Oh Gott! Mein Hirn! Oh, ich kann nicht glauben, dass ich auf den reingefallen bin. Nun, was denkst du? Du hast ein Riesenproblem, Kumpel. Diese Witze sind noch älter als die von Otto. Oh, nun, ich bin sowieso fertig. Nimm's leicht. Bleib unerreicht. Man kann im Leben nicht nur gewinnen. Oh, diese Nächstenliebe und dieses Aufbauende. Sind wir halt nett und schenken ihm ein Witzbuch, damit ein bisschen was... Warum schaust du dir nicht mal diese hier an? Die sind wirklich gut. Du, ich möchte dir auch was geben. Ich wüsste nicht, was du mir geben könntest. Hier, nimm meinen Ballon. Ich brauche ihn nicht mehr. Einen dicken Schmatzer.
Danke, oder so. Das war das letzte Mal, dass ich dem einen Gefallen getan habe. So, schau mal, was ist das? Oha. Oho. Sie erinnert mich verdächtig an einen... Aber lassen wir das. So, jetzt gehen wir da mal rein, das ist voll cool da drin. Wie, mittelalterlich. Ja, ne? Kann ich Ihnen helfen, mein Herr? Ich bin an einem Kredit interessiert. Bettvoll. Ja, ich bin an einem Kredit interessiert. In diesem Fall, mein Herr, sind Sie hier völlig richtig. An welcher Art von Kredit wären Sie denn interessiert? Was gibt es denn so? An einem, bei dem ich Geld von Ihnen bekomme. An einem, bei dem ich Geld von Ihnen bekomme. Das ist normalerweise auch der Sinn eines Kredites, mein Herr. Ich möchte wissen, welche unserer Kreditarten Ihnen zusagt. Was haben Sie denn anzubieten? Nun, da wäre zum einen der traditionelle Geld- oder Lebenkredit. Dann haben wir den verwandten Überraschungskredit. Außerdem gibt es noch den medizinische Experimente-Kredit und den Sklaverei-Option-Kredit. Natürlich können wir auf Wunsch auch einen Mischkredit gewähren. Was ist ein Geld oder Leben? Was genau ist der Geld- oder Lebenkredit? Das ist unser Standardkredit. Wir leihen Ihnen 2000 Goldstücke und falls Sie sie nicht zurückzahlen können, verkaufen wir die wertvollsten Organe Ihres Körpers an Krankenhäuser. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Das hört sich nach einem netten Kredit an. Schauen wir erstmal, was der verwandten Überraschungskredit ist. Wie ist der verwandten Überraschungskredit? Nun, er läuft ähnlich wie der Geld- oder Lebenkredit. Nur müssen bei diesem Ihre Verwandten für Ihre Schulden aufkommen. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Das klingt schon besser, ja. Aber gucken wir mal, was es sonst noch gibt. Wie wär's mit dem medizinischen Experimente-Kredit? Sollten Sie das Geld nicht zurückzahlen können, dann haben wir das Recht, an Ihrem Körper kosmetische Testoperationen durchzuführen. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Sehr nett. Ja, was haben wir noch? Wie sind die Konditionen des Sklaverei-Option-Kredits? Die Option beinhaltet, dass wir sie als Sklaven verkaufen dürfen. Sollten Sie das Geld nicht zurückzahlen können, kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja, nehmen wir einfach mal den verwandten Überraschungskredit, dann bin ich wenigstens aus dem Schneider, ne? Ja, eben. Ich nehme den verwandten Überraschungskredit. Kein Problem, mein Herr. Sie müssen aber noch bei unserem Boss vorsprechen. Sie können in sein Büro, sobald Sie soweit sind. Gut. Gehen wir noch mal rein, oder ne? Da können wir zwar jetzt noch nichts machen, aber... Sorcerer! Herr Sorcerer, einen Augenblick bitte. Ich muss gerade einen Versäumnisfall klären. Ein Versäumnisfall? Nun, Herr Sorcerer, was kann ich für Sie tun? Wo endet dieses Rohr? Wo endet dieses Rohr? In der, Abteilung... Eintreibung von Außensternen. Sie besteht in erster Linie aus einem Katapult auf dem Dach. Sie zerstören die Häuser von Leuten, die ihre Zinsen nicht bezahlen können? Nun, Sie wissen ja, wie das mit diesen Vertragsklauseln ist. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Und tschüss. Ich brauche erstmal nichts. Ich habe vergessen, was ich wollte. Der Kredit kommt erst später zum Einsatz, oder? Meinung geändert haben. Naja, schauen wir mal. Der Kredit kommt gar nicht zum Einsatz, leider. Ja, gut. Aber wir müssen später definitiv nochmal hier rein, ja. Gut. Jetzt gucken wir mal, können wir das so aufmachen oder brauchen wir auch die Dings dazu? Dreckstange. Ich brauche etwas, um ihn aufzuheben. Oh, den sein Lacher regt mich immer auf. Jedes Mal, wenn man bei dem vorbeiläuft. Du kriegst eine Trost-Shisha. Oh, danke schön. So, wir müssen jetzt als nächstes... Ja, gehen wir einfach mal zum McSumpfling. Da kurz zur Erklärung, im ersten Teil gab es ein komisches, so ein komisches grünes Viech, das hat im Sumpf gelebt und es hat Geburtstag gehabt und es hat keine, da ist niemand gekommen zum Geburtstag, weil es keine Freunde hat. Man wird noch früh genug erfahren, warum. Und ja, der hat dann eine leckere Sumpfsuppe für den Simon gekocht, wo er seine Wohnung voll gekotzt hat im Spiel. Ja, und der hat jetzt anscheinend eine Fastfood-Restaurantkette aufgemacht. Meine Güte, er hat ein Restaurant eröffnet. Ich glaub es nicht.
könnte das eine kleine Anspielung auf McDonald's sein, wenn ich mir dieses M so anschaue? An dich erinnern? Natürlich erinnere ich mich an dich. Onkel Dumpling vergisst niemals einen Kunden. Nein, ich meine aus dem letzten Spiel. Ich kam an deinem Haus vorbei und du gabst mir von deiner Sumpfsuppe zu essen. Wie bitte? Du weißt doch, deine Geburtstagsfeier. Ich war der Einzige, der da war. Ah, so ist es gleich viel besser. Jetzt kann ich dich wenigstens richtig erkennen, aber dein Gesicht sagt mir nichts. Du bist einer von Steves Freunden, oder? Oh, vergiss es. Ich habe dich mit jemandem verwechselt. Oh, alles klar. So, wir reden jetzt trotzdem mal mit ihm, weil wir wollen was von dem. Harr, harr. Möchtest du einen Ballon, Kleiner? Gutschein ist immer gut. Kann ich auch einen Gutschein dazu haben? Okay, bitteschön. Nee, ich meine, effektiv, ne? Ja, sowas will ich auch. Ich wünsche dir einen sumpfig guten Tag. Wann hat der Übersetzer endlich genug von diesen Kinderwitzen? Hey, Kleiner. Was kommt jetzt noch? Ja? Musst du hier ständig rumlungern, du verschreckst die Kunden. Schon gut.